Worte von Ihnen, lieber Herr Falbe. Sie baten mich, einen Brief vorzulesen. So hören wir auf Ihre Abschiedsworte an Ihre Lady. Mein Habibi, es gibt so viel, was ich dir noch sagen möchte, aber ich kann nicht sprechen, also muss jemand anders die Zeilen für mich vorlesen. 29 Jahre waren wir zusammen und 24 Jahre verheiratet. Du hast mich mit deiner Einstellung tief beeindruckt und geprägt. Auch wenn es dir mal nicht gut ging, hast du in dem Moment, wenn der Vorhang aufging, deine Leistung gebracht, Menschen positiv beeinflusst und dich hinten angestellt mit deinen persönlichen Belangen. Dein Training basierte immer auf positiver Kritik. Es war dir immer wichtig, menschlich korrekt zu handeln, und du hast dich nie zugunsten irgendeiner Sache oder Zwängen verbogen. Der ursprüngliche Grund für eine jede Sache war das Ausschlaggebende für dich und nie eine Gewinnoptimierung oder persönliche oder politische Bereicherung. Dein Leben war leider zu kurz, aber so erfüllt mit Dingen, Erfolgen und Ereignissen, dass andere daraus hätten zwei Leben machen können. Du hast Orte besucht, die ich vielleicht nie besuchen werde. Du hast Erfolge erreicht, die wenige Menschen erlangen. Du hast Menschen kennengelernt, die mit mir gar nicht reden würden. Dein Leben war gefüllt mit großen Eindrücken. Im Sommer 2014 kam die erschütternde Diagnose. Von einem auf den anderen Moment war nichts mehr, wie es war. Es gab eine Zäsur in unserem gemeinsamen Leben. Und von nun an gab es nur noch ein zentrales Thema: Wie holst du am besten Zeit raus? Es folgte eine lange Zeit der Reisen zur Uniklinik Düsseldorf, wo du in gute Hände gelangt bist. Es wurde zur Haus- und Hofstrecke. Es tat mir immer weh zu sehen, wie tapfer du dein Schicksal angenommen hast. Oft hast du dir die Frage gestellt, womit du diese Krankheit verdient hast. Ich konnte dir die Frage nicht beantworten. Stattdessen blieb mir nichts anderes übrig, als dich zu unterstützen. Ich musste mit ansehen, wie du Schmerzen hattest und mir zwischen den Fingern wie Sand zerronnen bist, ohne dass ich es aufhalten konnte. Nach all den Jahren bin ich jetzt sehr müde und leer. Es tut unendlich weh, aber du bleibst immer ein Teil von mir. Ich verspreche dir, ich mache weiter. Ich kümmere mich um Quando. Ich bringe Marat gut in ein eigenes Leben. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Du darfst dich jetzt ausruhen. Schlaf gut, mein Habibi. Ich liebe dich. Dein Kai.